Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zum neuen Wannabe Day über das Gerät-Video über diesen kleinen Elch. Nein, dieser kleine Elch, mein kleiner Kumpel, ist natürlich nur da, um ein bisschen Weihnachtsstimmung zu vermitteln. Und was eignet sich dafür besser als der Weihnachtselch? Es geht hierum, um eine Smartwatch oder um eine smarte Watch, das ist die Frage. Ich glaube tatsächlich eher, ich würde es als smarte Watch, also smarte Uhr bezeichnen. Und jetzt vibriert das Teil auch noch. Und nicht um eine Smartwatch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Rede ist von der Huawei Watch GT4. Einer, wie ich persönlich finde, wahnsinnig schönen Uhr, die mir wirklich sehr gut gefällt, mit HarmonyOS läuft und ja, einfach sehr nett. Das gehen wir einfach einmal drumrum. Ihr seht hier die Lünette, die kann man nicht drehen oder so. Bedienung ist hier im Prinzip über die Krone. Auf der Rückseite natürlich hier der Pulssensor und was misst er noch? Beziehungsweise was ist da noch drin? Da ist noch der Hauttemperatursensor drin und der SpO2-Sensor. Ja, das Armband ist relativ weich, ganz angenehm im Prinzip. Ich hoffe, so ein Silikonarmband wirklich ganz und gar nicht so schlecht. Ihr seht hier ein Watchface, das habe ich aus dem Store runtergeladen. Ich werde euch jetzt die Huawei Health App nicht zeigen, beziehungsweise warum eigentlich nicht. Einen Moment, das habe ich ja wahnsinnig gut vorbereitet, wie ihr es von mir kennt. Einmal hier Huawei Health, ja, ich habe meine Schritte gemacht. Das ist die Huawei Health App, recht gut aufgeräumt. Ne, man sieht die ganzen Daten und so weiter. Man kann auch irgendwie hier Ernährung hinzufügen. Das gefällt mir aber allerdings, das hat jetzt eigentlich mit der Uhr, doch hat natürlich was mit der Uhr zu tun, was die App für die Uhr ist. Ernährung könnt ihr hinzufügen. Ich weiß nicht, auf welche Datenbank Huawei da zugreift, aber diese Datenbank ist Mist. Da ist ganz, ganz viel nicht drin. Da erscheint ganz, ganz viel nicht. Das gefällt mir wirklich ganz und gar nicht gut. Da ist irgendwie, keine Ahnung, so diese MyFitnessPal etc. oder Samsung Health Datenbank oder so sind da echt ein Segen. Was mir bei der Uhr sehr gut gefällt, ist, es gibt natürlich dieses Konzept der Ringe, wie man es von der Apple Watch etc. kennt. Allerdings werden hier Bewegung, also Kalorien, Aktivitätsminuten und Stehstunden, also wie bei der Apple Watch gezählt und nicht Schritte. Meine Samsung-Uhr, Samsung Health, ist da so auf Schritte ausgelegt. Ich mache dann zum Beispiel Sport, keine Ahnung, Home Trainer auf dem Fahrrad und dann sagt meine Samsung-Uhr, hey, beweg dich mal. Was für ein Schwachsinn. Die Huawei Health App findet ihr oder kriegt ihr. Ja, aus der Huawei oder Huawei App Gallery genaueres dazu dann im schriftlichen Testbericht auf oaad.de, der wie immer kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos ja veröffentlicht wird, noch dieses Jahr auf jeden Fall. Ins Menü kommt ihr, indem ihr auf die Krone drückt. Diese Ansicht kennt man, sieht aus wie ja damals im Prinzip Apple Watch. Ihr könnt auch nach rechts wischen, dann kriegt ihr zum Beispiel einen Player, das Wetter und da oben, das wäre der Sprachassistent, der aber nur funktioniert, wenn ihr die Uhr mit einem Huawei-Gerät koppelt. Und wenn ihr dann nach links wischt, kommt ihr Widgets, die ihr einstellen könnt. Hier zum Beispiel habe ich die Ringe und dann irgendwie gleich Shortcut für Schlaf etc. pp. Ach ja, genau. Von unten nach oben wischen kriegt ihr die Benachrichtigungen. Auf manche Benachrichtigungen könnt ihr per, zum Beispiel WhatsApp und so, könnt ihr per Kurznachricht antworten, beziehungsweise per Emojis. Was leider gar nicht geht, ist E-Mails löschen. Das finde ich schade. Ja, ist halt keine Smartwatch. So. Ach ja, und von oben nach unten kommt ihr hier im Prinzip zu den Shortcuts, hier so Taschenlampe und so weiter. Gehen wir einmal in die Einstellungen rein.
Diese Krone, die Bedienung hier kann dann über die Krone erfolgen. Der Vibrationsmotor ist jetzt nicht so Taptic Engine-mäßig wie bei Apple, aber schon sehr nett und die Krone funktioniert sehr gut und das macht Spaß, tatsächlich die zu drehen. Ja, hier gibt es eigentlich. Ach ja, Watchfaces kann ich euch nochmal zeigen. Wie immer hier so lange draufdrücken. Und dann da oben steht dann immer gleich die Akkuverbrauchsstufe, was ich sehr cool finde. Es gibt so verschiedene Arten von Watchfaces. Dieses zum Beispiel hier mit Wetter und so und Schritte und so digital, das mag ich. Ich finde aber auch, manchmal finde ich tatsächlich auch hier, ja, analog ganz cool und dann kann man hier, achtet mal auf den roten Strich, dann mit der Krone so solche Spielereien sind da drin. Das ist ganz cool, manchmal jedenfalls. Ihr könnt dann auch noch, zum Beispiel bei diesem Watchface, könnt ihr noch den Style ändern, beziehungsweise Komplikationen anpassen, so wie ihr das haben wollt. Gehe ich nochmal wieder zurück zu meinem Watchface. Wo ist es? Hier haben wir das. Es gibt in der Huawei Health App zahlreiche Watchfaces, mehrere hundert, mindestens mehrere tausend vielleicht sogar. Gefallen mir alle nicht ganz so gut. Viele sind kostenlos, manche kosten was, also mindestens so 1,99 oder so. Es gibt eine Riesenauswahl, aber es gibt nicht so richtig, richtig schöne, finde ich persönlich. Dieses ist ganz nett. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die Bedienung funktioniert, die Sensoren funktionieren meiner Meinung nach jetzt nicht besser oder schlechter als bei einer Apple Watch. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Apple Watch Ultra zum Testen, beziehungsweise auch nicht besser oder schlechter als bei meiner Samsung Galaxy Watch 5. Der Akku ist ziemlich geil, den habe ich jetzt vor 6 Tagen aufgeladen, hat immer noch 54% Akku. 7 Tage, 8 Tage schaffe ich locker. Wenn ich Always-On-Display anhabe, was ich manchmal anmache, manchmal nicht, dann komme ich locker auf, nicht mehr die 8 Tage, 4, 5 Tage. Was ich bei der Uhr ganz cool finde, auch optisch, die sieht ja aus, als wenn sie rund ist, aber ist sie nicht. Sie hat diese Achteckform im Prinzip. Na, so hier, so Ecken. Sehr, sehr hübsche Uhr. Finde ich tatsächlich. Und hier unten ist übrigens noch eine Taste. Wenn ihr die drückt, kommt ihr gleich in den Modus, wo ihr ein Training auswählen könnt. Zurück dann immer mit der Krone. Beziehungsweise zurück auch in der Bedienung einfach wischen nach rechts. Wie man das inzwischen kennt von Bedienungen von smarten Uhren. Ist echt eine hübsche Uhr. Funktioniert so gut, ist sehr schnell, gar nicht mal so teuer. Die Huawei Health App ist okay, sag ich mal. Da gefällt mir Samsung Health bzw. Apple Health bzw. das Ganze bei Apple mit dem Health Kit drumherum und Apps, die die Daten anders auslesen und anzeigen und so, gefällt mir da deutlich besser. Ja, und alles Weitere dann noch zusätzlich in schriftlicher Form. Genau. In schriftlicher Form für den Test der Huawei oder Huawei Watch GT 4. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye.